Herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und wir machen das natürlich mit Thorsten Helbig. Wunderschönen guten Morgen, Thorsten. Freue mich, dass du heute wieder die Zeit für uns gefunden hast und hier mit unseren Gästen das Webinar veranstaltest. Und natürlich freue ich mich auch, dass ihr da live dabei seid, so früh am Morgen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße im Namen von FXFlip. Das hat sich nicht geändert, auch in diesem Jahr nicht. Und dass wir uns zunächst einmal den Risikohinweis anschauen. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Das ist sehr wichtig, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn einige Setups hier gleich gezeigt werden oder sogar Trades eingegangen wird. Gut, dann übergebe ich jetzt sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß, viel Erfolg. Wenn irgendwas ist, Thorsten, wenn du dich einsam fühlst, ich bin im Hintergrund. Ja. So, gleich um eins vorneweg zu schicken. Das Guten Morgen kommt später. Gleich um eins vorneweg zu schicken. Ich habe gerade hier mit einem hervorragenden CRV den Euro im Short gestartet. Das darf auch schon, falls jemand da ist, geknipst werden. Aber ich kann das ja auch gleich schnell selber machen. Bup. Hintergründe dazu erzähle ich gleich, aber es wurde ja immer oder ab und zu mal bemängelt, wann wird denn hier mal gehandelt oder so. So, wenn man das auch sieht. Ach da. Zack. Kopieren. Und da hochjagen. So. Und damit die Jungs das auch haben. Okay, jetzt können wir starten, entspannt mit einem guten Morgen in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Doch, der Knipser ist auch da. Sehr schön. Hintergrund für diese Geschichte. Warum habe ich jetzt wohl geschortet? Guten Morgen, Jörg N. Ich glaube, wir beide haben noch ein offenes Ticket. Ne? Wir müssen bei dir noch ein bisschen was einrichten, ne? Aus dem Januar. Der geht automatisch nach 5 Punkten. Muss ich 5.0 eingeben, das funktioniert nicht. Automatisch BE. Okay, wir haben ein schönes Spiel. Wir sind heute Nacht diese Kiste von oben nach unten hier abgetaucht. Diese Nummer. Wir haben da das Hoch markiert. Dieses Hoch haben wir jetzt hier mit 3 Kerzen sauber rausgenommen. Da oben ist unser Zielbereich, der erstmal gehalten hat. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass wir, wenn wir das hier rausnehmen, diesen Abverkauf hier, diese Nummer hier, in 2 Wellen nach oben auskorrigiert haben. Ja, falls das von den Geräuschen etwas unangenehm wird, meine Frau und ich glaube, wir haben uns beide irgendwelche Kita-Keime eingefangen. Wir haben dort keine Händler ausgebildet oder Händler abgeholt, sondern wir haben Enkelkinder betreut. Und jedes Mal, wenn wir Enkelkinder betreuen, kommen wir mit irgendwelchen Keimen im Gesicht oder so zurück. Und
Wir haben beide das gleiche Halsproblem. Ich glaube, ich muss auch erstmal einen Eistee trinken, ne? Nelson, ich glaube, der hilft. Manchmal schon. Das ist das Einzige, was hilft. Also, wir haben Welle 1 und so habe ich da. Welle 1, zack, auskorrigiert. Welle 2. Welle 2 exakt hier oben auf den Tick getroffen, ganz kurz den Zielbereich verletzt nach unten. Diese Geschichte, ich habe eine teilbare Position genommen. Diese Geschichte kommt von der 84. 84 minus 12 sind 72. Das heißt, ich lege hier unten auf die 72, nehme ich eine Position mit Tagesziel raus, was ja auch perfekt mit unserem Zielbereich hier unten deckt. Ich gehe gleich auf gestern und so ein. Long Island Ice Tea. Ja, das ist auch eine Idee. Siehst du, jetzt kommen die guten Tipps hier, ne? Nachdem ich mein Getränk hier schon stehen habe, jetzt kommen die guten Tipps um die Ecke. Können wir das nicht vorher sagen, bevor jemand in der Küche was baut? Hast du eine neue Tasse, Ich habe ein Selfie. Ja, sehr gut. Gut getroffen. Ja, ne? Man muss auch mal zu seiner Schönheit stehen. Zumindest hast du gegrinst. Kann das nicht immer nur verstecken. Also eine Position geht hier unten raus. Das Risiko habe ich minimiert. Wir haben hier das High bei 86,2. Der SL liegt bei 88,5. Also gute 2 Punkte oben drüber. Das werden wir jetzt ein nachlaufendes Hochkriegen mit 1 oder 2 Punkten nach oben drüber. Sollte der SL halten. Also SL irgendwie auf 88,5, 89, sowas in diesem Bereich, dann sollten wir da gut platziert sein. Eine Position fliegt hier unten raus und BE-Schutz ist nach 5 Punkten eingestellt. Der springt dann vollautomatisch BE plus 2. Kann man hier auch Leute entfernen, Nelson? Das verrate ich dir nicht. Hast du gesehen, was da steht? Ich habe es mehrmals gelesen, so schön ist das. So schön wie Nelson wird Thorsten nicht mehr. Das ist, wer so eine Freundin hat, der braucht keine Feinde. Echt. Das ist. Ja. Also. Diese Geschichte ist prädestiniert dafür, mit mehreren Signalen, mehreren Setups, die das unterstreichen. Wir haben unseren Zielbereich, wir haben C gleich A erfüllt. C ist exakt oder ein ganz, ganz kleines bisschen kürzer als A, also nicht extrem länger als A. Um eine dritte Bewegung zu kriegen, sollte C wesentlich länger als A sein, damit die dritte Bewegung angekündigt wird. Und das ist hier nicht der Fall. Wir haben den Zielbereich im Rücken und die Kombination hier. Also demnach dürfte das auch so sein. Demnach schauen wir jetzt erstmal auf den Tag von gestern. Der war gestern, sage ich mal, recht schwierig. Dafür haben wir vorgestern richtig abräumen können. Vorgestern war das hier unser Setup. Ich versuche die jetzt immer hier drinnen zu lassen. Wir sagten, wir wollen hier hoch. Das war unser Plan. Wir wollen hier hoch, also über den Zielbereich oben, dann hier runter, zurück, hier bestätigen und dann nach unten weg.
Das hat hier sehr gut geklappt. Wir sind hier runter, wir sind zurück, haben den Zielbereich bestätigt, sind direkt nach unten weg. Wir haben das gestern früh schon mal auseinandergepflückt. Wir hatten den ganzen Tag über richtig satte Euro pro Einstiege. Das war mal so ein Tag nach meinem Geschmack. Hier oben war der Zielbereich. Hier war der Zielbereich, den haben wir nach unten wieder gebrochen, nachdem wir oben mal rausgelugt haben, nach unten gebrochen, zurück, bestätigt, babam, bis unten Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und direkt an der Nummer 4, hier unten, hier oben haben wir die erste Position rausgenommen, ich glaube mit 20 und mit 21 Pips und hier unten an der 10826 haben wir dann die zweite Position rausgenommen, nachdem dieser Zielbereich angelaufen wurde. Selbst da war ich mir überlegen, war das jetzt eine kluge Entscheidung, war das jetzt gut? Wenn er jetzt so einen Dampf drauf hat hier, dann kann man ja auch mal davon ausgehen, dass es noch tiefer geht. Aber wir handeln ja immer Muster, die reproduzierbar sind. Für alle Gäste, die hier noch nicht Paternoster sind bei uns, aber noch keine Goldmitglieder und noch nicht bei uns in der Forex Pro Community unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, wie Odin das überhaupt im Börsenhandel, wie er damit überhaupt klarkommt. Geht sowas überhaupt? Also ich glaube eigentlich nicht. Dann, aber ich habe hier unten überlegt, soll ich das oder soll ich das nicht? Aber selbst diese Nummer hier, wir sind hier oben raus, sind direkt unter diesen Zielbereich hier, direkt durch, sind dann zurück, haben diesen nur bestätigt, da direkt. Wir haben den Zielbereich bei 10875,3 und wir haben das High bei 10875,4, also ein Tick drüber, um dann die nächste Welle einzuleiten. Ich habe gestern so ein bisschen drauf gelauert, dass irgendjemand auf die Idee kommt, die Warmmasse da glatt gestellt ist, hätte ja auch viel tiefer gehen können. Und da sind wir wieder bei dem Punkt reproduzierbar und auch an dem Punkt, was wir hier gestern uns zusammengebaut haben. Zack. So. Man muss ja immer mal eine Entscheidung treffen. Und wir haben hier unten am Zielbereich war C, wenn man das jetzt hier ganz genau zeichnet, aber das ist ja euer Job, das genau zu machen, ne? Da, wenn man das genau macht, in 1 Minute geht das noch besser, dann sieht man, dass der Zielbereich eine größere Wirkung hatte als C gleich A. C minimal kürzer als A. Wenn C kürzer als A, dann ist, haben wir uns gerade eben aus der anderen Nummer, warum ich eben geschortet habe, angeschaut. Wenn C kürzer als A oder C nicht zwingend extrem länger als A, dann ist die dritte Bewegung, also wenn die zweite Bewegung kürzer ist als die erste oder dann ist die dritte Bewegung unwahrscheinlicher. Wenn die zweite Bewegung viel länger ist als die erste, dann ist eine dritte Bewegung sogar sehr wahrscheinlich. Wenn sie gleich sind, also wenn die zweite Bewegung mit der ersten Bewegung ungefähr identisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder ist die ja, die Wahrscheinlichkeit eher 50-50. So, jetzt haben wir hier diese Bewegung gemacht, diese Muster. Wir haben oben rausgeguckt, wir haben unten rausgeguckt, wir haben zurück, sind zurück, haben hier bestätigt und haben dann C gleich A und hier unten 1, 2, 3 mal angelaufen. Und dann sollte man so eine Position dann auch killen, zumal der Tag dann sehr gut war. Gestern Morgen dann
Es ist ein bisschen durcheinander hier jetzt mit den Linien, ne? Kann das sein? Oder geht das? Ja, laber du mal. Sieht doch schön aus. Ja, ich weiß, dass ich schön aussehe. Mir geht es ja um den Chart. Also, gestern früh haben wir gesagt, Neustart Shorts mit SL über 10879. Wir sind ohnehin durcheinander. Echt? Sei durcheinander? Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nochmal ab dem guten Morgen oder so? Würde das helfen? Mache ich mal das Durcheinander ein bisschen größer. Und nehmen das mal raus. Wir haben gestern Morgen gedacht, okay, hier diese Nummer riskant. Wir haben gesagt, wenn wir hochlaufen, dann sollen wir hier im Bereich 10871, 10875 ist der Bereich für neue Shorts. SL muss über die 10879. 10879, Neustart, Shorts mit SL über 10879. Die 79 kommt aus dem H1. Da haben wir uns die gestern erarbeitet. Ist das der H1, den wir gestern hatten? Ja. Das war gestern Nachmittag. Da, aus dieser Geschichte hier, da haben wir die Level, die wir uns gestern gezogen haben. Und da haben wir den 61,8er bei 10879. Und 10879 hier sollte Halt bieten. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen im M5 mit dem SL über 10879 arbeiten. Ich habe es gestern dann mit dem einen oder anderen noch ausgewertet. Der eine hat im Auto gehandelt und hat dann nicht gesehen, dass er den Stop über 10879 legen soll, sondern hat ihn direkt auf die 79 gelegt. Und wir haben genau hier die Highs 10879 0, 10878 9. Hier haben wir exakt die 10879, exakt diese Marke, die wir uns aus dem H1 geholt haben. Was will ich damit sagen? Dass es nicht nur reicht mit einem Regelwerk, auch wenn das Regelwerk sehr gut, sehr zuverlässig ist, es reicht nicht zwingend, sich darauf nur auf dieses eine zu konzentrieren, sondern um Ziele und Stops und so weiter zu erarbeiten und die auch klug zu platzieren, muss man auch mal einen Blick auf die größere Zeiteinheit werfen. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Nach diesem Move hier, den er danach gemacht hat, wir sehen, wie er hier die 61,8 im H1 durchschossen hat. Bam, hier um 9:55 Uhr, also kurz vor 10. Ich glaube, da kam News um 10. Hoch, Zielbereich, kurzer, ganz kurzer, 5 Minuten, ganz kurze 5 Minuten Korrektur, ganz kurzer Rückschlag und dann bam. Dann haben wir umgeschwenkt. Unsere Shorts sind hier mit BE rausgeflogen. Das erste Mal gestern früh im Webinar BE, das zweite Mal dann BE plus 2, weil der Stop hier mit diesen Kerzen automatisiert nachgezogen wird. Wenn er automatisiert nachgezogen wird über den BE-Schutz, so wie hier, dann
bringt der SL bei mir auf plus 2. Das ist so hinterlegt, dass wenn BE-Schutz eingeschaltet ist, dann wird er nicht BE geschlossen, sondern dann bleiben 2 Pips auf der Habenseite stehen, um die Kosten reinzukriegen und wenigstens nicht ganz umsonst hier gehockt zu haben. Ne? Danach haben wir dann das ganze Spiel umgeschmissen. Nachdem er hier hochgeschossen ist, haben wir gesagt, so ab jetzt 10909 war die Marke vom Vortag, von vorgestern. Hier das High 10907, also 2 Pips darunter, exakt angesagt. Aber hier der Rückschlag, der Dampf hier von unten nach oben, der reicht. Euro pro Long ist hier auf jeden Fall für das Tagesziel möglich. Wer hat das auf Slack gestern gelesen? Wer hat es verstanden? Wer konnte es umsetzen? War es gut genug erklärt? Oder ich sage ja, ich vermisse ja immer mal Feedbacks dazu. Ich habe das ja gestern dann ein bisschen geändert und habe, wo ist das Video jetzt hin? Ach da. Und habe das hier in Form von einem Video gestern noch erklärt. Habe in dem Video noch erklärt, dass er jetzt da im Euro alles raus, jetzt heißt es neu planen, habe dann das Video neu hochgezogen oder habe dann ein Video gedreht und habe zu diesem Zeitpunkt hier, als der erste Schwung durch war, nämlich der hier, dann gesagt, okay, ab jetzt ist Euro pro Long möglich. Das hier ist komplett eine Bewegung. Die hier, von da nach da. Die zeichnen wir uns jetzt mal ein. Da haben wir sie. Das ist komplett eine Bewegung in einem Rutsch. Dann kommt diese Korrektur. Und diese Korrektur, die schauen wir uns jetzt gleich mal im M1 an. Weil da Position ist gekillt, so wie es aussieht. Die ist gerade geflogen. Dann können wir jetzt hier auch weiter malen. Wir gehen hier in den M1 von gestern. Da haben wir die erste Bewegung. Und hier sehen wir dann genau das, was wir haben wollen. Zack. Wir wollen hier einen Long Entry suchen. In dieser Flagge. Im 1-Minuten-Chart schöne Trenddefinition. Nicht nur im 1-Minuten, auch im 5-Minuten schöne Trenddefinition. Und danach haben wir gesagt, wollen wir uns Long suchen. Die erste Nummer haben wir uns gesucht, die ist dann hier auch mit 2 Punkten Verlust oder 3 Punkten Verlust rausgeflogen. Und danach kam die nächste Geschichte. Schauen wir nach, wie viel Uhr das war. Bop, 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 bop. 12.46 Uhr bei 10893, 10893 um 12.46 Uhr, also 13.46 Uhr, da. Genau da, diese Nummer, das war hier Nummer 1. Wir haben gesagt, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung muss mit Musik gebrochen sein und dann der Rücklauf. So. Da haben wir es. Ziele sind im Video benannt bei 10915. So. Stop wurde angepasst von 83 auf 89. Dann wurde der SL gerissen und dann neu gestartet 13.59 Uhr, ebenfalls bei der 93.
Genau das gleiche Spiel. Ihr letzte Hoch der Abwärtsbewegung gebrochen mit Musik, Rücklauf und dann auf geht's. Hier unten wieder bei der 93 und dann auf geht's. Ziel war erstmal die 15 und die ist dann direkt angesteuert. Wenn wir uns das jetzt im kleineren Muster anschauen, im übergeordneten Muster anschauen, dazu müssen wir das jetzt ein bisschen zusammenziehen. Dann haben wir hier zack, exakt dann den Start. Von da nach da. Schön die Korrektur. Wir legen uns mal zur Kontrolle. Da ein FIBO drauf. Und das ist die Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung wurde knapp um 50% korrigiert. Hier haben wir das 50er Level. Diese Flagge ist also bis knapp an den 50er rangelaufen. Die Flagge war sowas von prädestiniert. Eine schönere Flagge kann man sich kaum aussuchen. Doch die deutsche Flagge, die ist auch schön. Oder? So. Pupp. Da. Solche Muster muss man sich dann immer mal rausholen. Das ist so, wie wir hier den ersten Entry hatten, der dann schief ging. Wir haben den Stop nämlich hier da unten drunter gezogen. Unter dieses Tief. Deswegen lag er bei der 89. Das Low ist bei 90, haben den Stop dann nachgedreht auf die 89 und dann wurde dieser Kanal hier unten nochmal angelaufen. Exakt ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief. Schöne saubere Kiste. Raus, Schwung holen und padam. Und wenn wir dann da oben sehen, wo wir hin wollten, nach C gleich A. Ich kann noch einen tiefer gehen. Da. Na. 109,32,5 und das High gemacht bei 109,31,9, also 0,6 Pips unter dem. Was will ich damit sagen? Ich will damit nur rüberbringen, wenn man Charts versteht, wenn man Charts lernt zu lesen, und das ist unsere Priorität hier, es geht hier nicht darum, irgendwelchen teuren, komplizierten Schnickschnack zu verkaufen, zu vermitteln, den wir als Händler sowieso nicht verstehen, weil, wenn man mal ehrlich ist und in sich reinhorcht, dann weiß man genau, viele komplizierte Geschichten, auch wenn das jetzt hier vielleicht ein bisschen bunt aussieht, das sind aber nur die Zeichnungen, die wir gestern früh gemacht haben, um einen Plan zu machen. Das hier sind ganz einfache geometrische Mittel. Und alles, was in der Geometrie oder mit diesen geometrischen Mitteln hier zu tun hat, ist reproduzierbar. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das sollte jeder Händler für sich in jeder Form an seinem Chart selber zu Hause auch tun. Weil nur dann, wenn man diese Bewegung hier nicht komplett mitgenommen hat, ich habe sie bis zur 15 mitgenommen, weil 15 war unser Zielbereich hier oben, da war auch unser Ziel. Deswegen bin ich hier oben dann auch ausgestiegen. Es war aber auch genug mit 21 Punkten. Da konnte ich die kleinen Verluste vorher sehr gut verschmerzen. Und somit waren die 21 Punkte hier im Sack. Und ich war einfach happy. Wir konnten sogar, nachdem wir diese Nummer gestartet haben, hier nach Euro Pro nochmal aufstocken. Hier genau das Gleiche. Wäre alles möglich gewesen bis da hoch, aber dann wird es schon wieder zu kompliziert und wir wollen hier niemals den Eindruck machen, dass wir versuchen, irgendwelche Riesenpositionen hier zu kommunizieren.
Es geht ja nicht darum, die Millionen zu verdienen oder die Millionen zu scheffeln, auch wenn der ein oder andere das gerne möchte, sondern hier geht es darum, Konstanz reinzubringen und immer wieder die gleichen Muster zu machen. So, zurück in den M5. Den müssen wir uns jetzt ist er nämlich hier oben raus, jetzt können wir gucken, ob wir eventuell, und dazu nehme ich jetzt aber einen neuen Chart, weil ich brauchte nur den Mustern von gestern hier, damit wir die auch erklären können. Auch wenn der ein oder andere Gast jetzt vielleicht hier ein bisschen genervt hat, CD für eine Scheiße, interessiert mich nicht. Uns interessiert es aber und wir hätten rein theoretisch unten Luft bis zur, um diese Bewegung, diese letzte Aufwärtsbewegung auszukorrigieren, hätten wir Luft bis da unten hin. Und da ziehe ich jetzt auch unsere Linie hin. Das Label hier kann man nicht mehr verschieben, ne? Das geht nicht mehr, ne? Wo bist du jetzt? Okay. Hörst du Früher mich? konnte Hallo? man das Label hier, das Label, ach so, das seht ihr gar nicht. Früher konnte man die Marke hier. Konnte man das einstellen, konnte man die anfassen und konnte die hier zur Seite schieben. Dann male ich euch oder schreibe ich euch das hier nochmal neu rein, weil das wäre das nächste Short-Ziel. Short-Ziel 1.0860. Da. Zielbereiche von gestern nehmen wir mal raus. Da gehen wir mal auf 1. So, und dann ist es auch schon nicht mehr ganz so durcheinander. Also, Plan für heute heißt, an den oberen Zielbereichen zu shorten. Chart schnell ein bisschen aufräumen. In den oberen Zielbereichen zu shorten und dann nach unten wegzuziehen. Ich habe gesagt, ich nehme einen nackten Chart. Hätte ich auch nehmen können, ne? DAX schauen wir uns gleich an. So, da haben wir jetzt die Zielbereiche von heute. Das hier ist die letzte Aufwärtsbewegung. Entschuldigung. Ganz einfache Mittel, Ziel damit hier unten. Ziele für Shorts 1.0860. Schreiben wir es da wieder rein. Da haben wir sie. Das Ziel hier unten am zweiten Zielbereich liegt, Ziel Nummer 1, sollten wir auch hier oben den Short-Bereich festlegen, der einmal, deswegen habe ich hier eben schon mal geschortet, das hier wäre nämlich die Bestätigung von dem Start hier. Das hier war die Bestätigung von dem Start, das war die Nummer, warum ich sage, ich riskiere es schon mal. Da. Ich kann ja schon mal Pfeil hoch einsetzen, da mal drunter. Machen den ein bisschen fetter. Da. Und da hatten wir das Gleiche und hier ebenfalls. Deswegen
diese Nummer. So, jetzt haben wir, wir wollen hier unten zur 60, zu diesem Zielbereich. Und das sollte uns dazu bringen, dass wir jetzt hier hoch in diesem Bereich hier laufen und uns hier short orientieren. Short-Bereich, welchen haben wir heute? 25.01.2024. So, das darf geknipst werden. Mit logischerweise dem Ziel entweder ab da, darunter oder ab da, dann darunter. Aber das hier unten sollte das Ziel werden. Hier unten. Fragen dazu? Habt ihr alle schön mitgezeichnet? Alle schön mitgemalt? Ich frage das nächste Mal alles ab. Deswegen ist der Wolfgang heute nicht da. Der sitzt noch in den Hausaufgaben von letzter Woche und drückt sich heute. Nein, nein, ich habe ja seine Ergebnisse. Das hat den Nelson vorgeschoben. Alternative messen wir uns an gestern, dass wir hier runterlaufen. Fällt mir gerade ein, bevor ich das vergesse, dann heißt wieder, hast du aber nicht gesagt, dass wir da runterlaufen, jetzt schon, dann wieder da hoch und dann aber das gleiche Muster machen. Allerdings werden wir dann etwas höher bremsen. Und zwar dann schon da irgendwo. Bei der 57. Okay, da gibt es kein Label dran, so wie es aussieht. An den Linien, wenn die mal komplett waren, wenn die richtig waren, gab es auch mal ein Label. Gibt es nicht mehr? Ist der Thorsten der Einzige, der mich nicht hören kann, oder? Weiß das jemand? Oder bin ich grundsätzlich? Okay. Gut. Aber man hört mich. Ja. Ich kann Nelson nicht hören. Ha? Wahrscheinlich meine Box aus. Ha? Stimmt. Ja. Ich habe hier hinten einen Lautsprecher stehen und wenn der, dem habe ich mal gesagt, wenn Nelson 3 Minuten nichts sagt, dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen. Das hat er jetzt getan. Ah, okay, sehr gut. Effizient zumindest. Ja. Hattest du da irgendwas zu dem Label gesagt? Nein, zu den Labels habe ich nichts gesagt, aber tatsächlich weiß ich nicht, wenn das ganz rechts ist. Ich war auch der Meinung, dass man das eigentlich verschieben konnte, aber offensichtlich scheint es jetzt bei dir nicht zu klappen. Nee, du konntest früher, wenn du das hier markiert hast, ja, jetzt markiert er die Linie. Siehst du das? Normalerweise hat er dann auch das Label markiert, da konntest du das anfassen, konntest das hier rüberziehen nach rechts, damit man das auch sehen kann, damit man es hier aus dem nicht sichtbaren Bereich
Ja, also seit dem letzten größeren Update ist ja die ganze Oberfläche und die Objekte werden ja neu gezeichnet, beziehungsweise eine ganz andere Handhabung und offensichtlich gehört das mit dazu. Aber kann sein, dass man da noch präziser draufklicken muss. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Vielleicht Nee. kann man den Preis dann trotzdem noch treffen. Aber werde ich auch Der nachher mal Robert sagt ausprobieren. gerade, Doppelklick, aber ich habe bei mir alles im One-Click-Verfahren, um das zu markieren. Wenn ich Doppelklick drauf mache, bringt es auch nichts. Wenn ich habe alles so eingestellt, dass ich im One-Click-Verfahren, also mit einem Klick markieren kann, geht nicht. Okay, ich werde es mal ansprechen und dann gebe ich euch nächstes Mal Bescheid. Ja. So, ich habe zwar hier, ach so, das macht er nur, wenn ich einen Doppelklick drauf mache, macht er mir sofort das Feld auf hier mit den Parametern, aber nicht das Label. Und das zweite ist hier unten an der freigezeichneten Linie hier eine Trendlinie zeichnen in einer beliebigen Neigung. Wenn ich die auf die gleichen Parameter gesetzt habe vorher, hier 108657, dann hat er mir auch da das Label dran gehauen. Und das macht er nicht mehr. Weißt du, wenn Anfang und Ende, wenn das eine gerade Linie war, dann hat er auch den Preis dran geschrieben. Ja, der Lutz schreibt es gerade auch nochmal. Ja, nehme Ja. ich mit und werde mal gucken, was ich herausfinde. Ja. Das war, wenn die schräg war, ist klar, dass er dann keine Marke, dass da keine Marke dran kann. Aber wenn ich die frei zeichne, um nicht eine ganze Linie drinne zu haben, sondern so wie hier jetzt einfach nur eine kurze für dieses Setup hier, dann wäre es schön, wenn da eine Marke wieder dran steht. Okay. So, du musst bei allgemein die Marke manuell eintragen. Naja, Thomas, das weiß ich, aber das ging vorher automatisch hier unten. So, hallo Thorsten, warum Ziel unten und nicht oben? Was ist der Grund? Der Grund ist, dass wir erste Bewegung, zweite Bewegung durch haben. Wir sind hier komplett aus dem Muster raus. Wir haben beide Bewegungen hier komplett vollzogen und wir haben diese Bewegung, diese Aufwärtsbewegung mehr als 61,8 korrigiert. Und haben damit auch hier das letzte Tief kaputt gemacht. Gestern Abend das letzte Tief, wo die zweite Bewegung gestartet ist, nach unten kaputt gemacht. Und deswegen sind wir übergeordnet Short. Da, ja, sehen. Und wir haben im H1 mit einem Tief unter dieser Kerze hier, wir haben hier die Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und damit haben wir auch einen Trendbruch im H1 und wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben einen Trendbruch im H1 und wir haben eine Abwärtstrenddefinition im H1. Deswegen abwärts. Du musst die Alt-Taste gedrückt halten, dann kommt das Label und die Linie. Ich arbeite auf dem Mac. Sollen wir es mal probieren? Ist, glaube ich, bei mir die Command-Taste. Da! Pah. Danke! Schwarmintelligenz, sehr gut. Ja. Richtig. Und dann macht er hier auch, wo lernt man denn sowas? Nur wenn man viel Zeit hat. Ja, anscheinend. Aber auch das Label lässt sich nicht verschieben. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ja wenigstens eins dran. Okay, also hier der Plan fertig, ne? Entweder ziehen wir hier hoch und wir starten hier oben zwischen den Zielbereichen neue Shorts oder hier runter, machen den Zielbereich hier wieder kaputt, zurück, bestätigen den und dann ziehen wir hier runter, aber nur bis zur
65. Ist das geknipst? Ich knipse es mal sicherheitshalber selber noch für die Social Media. Social Media. Ich kenne inzwischen allerdings, ich weiß gar nicht, warum die Social Media heißen, ich kenne inzwischen kaum was Unsozialeres als die Social Media. Wie war das mit der Alt? Wenn du die Linie hier, ich kann dem Lutz was beibringen. Schreibt, Jungs, schreibt dir das mal mit. Ich darf dem Lutz was beibringen. Wenn du diese Linie hier nimmst und die Alt-Taste gedrückt hältst und dann verschiebst, dann macht ihr dir auch das Label da dran. Und der Hajo hat so geschrieben, dann macht er sie auch gerade. Mal probieren. Also für die Mac-User die Command-Taste, für die Windows-User die Alt-Taste. Also wer mit mir arbeitet, dann die Command-Taste für Commander und wer mit Lutz arbeitet, die Alt-Taste für die Alten. Gibt es auch eine Dick-Taste für die Dicken? Okay. Also hier. Und danke für den Hinweis. Wir haben heute Mittag EZB-Sitzung. Wir haben EZB-Entscheid heute Mittag. Das heißt, bis dahin kann es sogar hier sehr, sehr ruhig vor sich gehen. Okay. Gucken wir uns den Jungen noch kurz an hier. Auch der hätte, wo haben wir hier das Hi? Das ist ja noch nicht so weit weg, bei der 84. So. Auch hier starte ich aber jetzt. Die Shorts ist schon ein bisschen spät. Ich hätte auf Lutz hören sollen. Diese Kerze hier, obwohl Lutz, wann hat er sie geschrieben? Das war da. Oh. 17 vor 20 Minuten. Ja. Da war mir der Short auch noch zu früh. Aber die Kerze hier, die wäre prädestiniert dafür gewesen, da, sich darunter einstoppen zu lassen. Das hätte ich auch getan. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich mache es mal größer, sehen wir auch hier 50er Level, hier das 61.8er Level. Diese Nummer geht übers 61.8. Dahin. Auch das darf schnell geknipst werden für die Paternoster und nach 25 Pips BE-Schutz. Hier, was ist hier, was war jetzt mein Grund, hier jetzt schnell drauf zu drücken? Warum habe ich hier jetzt relativ schnell drauf gedrückt, einfach ohne was zu erklären? Superhelden brauchen kein Obst. Ja, das stimmt wieder. Danke, Michael. Genau so ist es. Wir haben hier nochmal ein Hoch durchschossen. Wir sind nochmal durch die 61, durch die 50, haben die aber ganz kurz dann wieder relativiert und haben hier jetzt ein bärisches Engulfing, weil die ganze Geschichte jetzt nach unten schießen dürfte. Bei mir ist das aber keins. Schick mir mal bitte ein Bild, Michael. Gerne als Privatnachricht auf Slack.
So, diese Position würde ich sogar hier unten aufstocken. Und wenn wir dieses FIBO-Level hier zurückerobern, würde ich das auch aufstocken. Ich bin M5, ne, mit dem Engulfing. Okay. Hier heißt es, wir sollten nicht wieder da oben drüber laufen, nicht über die 61,8, wenn wir nach unten wollen. Auch hier haben wir die gleiche Unsicherheit wie im Euro. Zinsentscheid ist für den DAX immer noch wichtiger als für den Euro. Der DAX reagiert da empfindlicher als der Euro-US-Dollar. Wenn wir hier unten in diesem Bereich ankommen, wir sind bei der 68, wären wir bei 50, wären wir bei 40. Das heißt, wenn wir hier unten ab da, genau ab diesen Tiefs hier, diese Lunden hier unten, ab diesen Tiefs hier, ab dann muss der SL Break-Even gezogen sein. Deswegen auch hier der Trailer. Ab diesem Zeitpunkt, das sollten wir nochmal schnipsen, damit keiner um die Ecke kommt und sagt, das habe ich nicht gesagt, ne? Aber ich glaube, unser Knipser hat es dann schon hochgeschossen, oder? Nee, die Aufstockung noch nicht. Dann macht der Papa das mal selber. Pyramide. So. Okay, und damit sind wir dann auch durch für heute. Ach so, ihr braucht noch Ziele, ne? Ja. Meine Ziele sollten hier unten platziert werden. Ich nehme den Fibo hier mal raus. Und zwar gucken Objekte. Wir haben noch einen Fibo drinne. Der kann dann auch gleich mit raus. Pup, 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 pup. Den löschen. Da haben wir ihn. So, und wenn wir die gesamte Aufwärtsbewegung sehen hier, die er hier seit vorgestern an 2 Tagen nach oben absolviert hat, dann seht ihr, wo ich mein TP hingelegt habe. Mein TP liegt nämlich exakt bei der 7,38 und das wäre die 61,8er FIBO. Da liegt der TP, würde aber einen Teil der Position schon am 50er FIBO rausnehmen per Buy Limit Pullback. Ich kann es noch dran schreiben, dann könnt ihr das nochmal knipsen. Ziel für Shorts, die 61,8er FIBO-Marke. So. Und viel mehr brauchen wir nicht mehr. Das knipsen wir noch und jagen wir noch hoch und dann können wir noch so viel dazu sagen. Ich glaube, wir sehen uns erst in 14 Tagen. Ist das richtig, Nelson? Nelson hat nämlich nächste Woche keine Lust, mein Gesabbel anzuhören. So würde ich das nicht sagen. Wie dann? Sag's ruhig. Gesabbel würde ich weglassen. Okay. Der Nelson hat nächste Woche keine Lust, schon wieder so früh aufzustehen. So. Um mit unserer Community zusammenzuarbeiten. Also haben wir nächste Woche hier ohne Gäste. Machen wir unser Webinar nächsten Donnerstag alleine. Ohne Gäste sind wir wieder endlich wieder unter uns. Es sei denn, der ein oder andere von den Gästen möchte dabei sein, dann kann er uns gerne eine Mail schicken und dann kann er gerne auch dabei sein. Okay, und damit verabschiede ich mich heute. Meine Zeit ist rum. Meine Zeit ist abgelaufen. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen hier wieder. Und ich sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten, viele Grüße nach Ratingen.
Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Viel Erfolg heute. Passt auf eure Marken auf und auf eure Positionen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.